So, liebe Freunde und Freundinnen, ich freue mich ganz arg hier am Games Bavaria Stand zu sein, am Indie Booth. Und wir haben Maximilian hier, wir haben den Musiker nachher noch kurz im Gespräch zu dem Spiel The Murder Hotel. Ist ein deutsches Spiel, von der FFF Bayern gefördert. Super schön hier mal zu sein und mit Maximilian darüber zu reden. Und ich denke, wir fangen einfach mal an. Hallo Maximilian, magst du dich kurz vorstellen? Grüßt euch, ich bin der Maximilian. Ich bin der Solo-Game-Dev von wegen Bardo Games, aber jetzt haben wir ja schon ein bisschen aufgerüstet. Du bist der Entwickler, ne? Du hast dieses Spiel entwickelt und wie lange hast du an dem Spiel gearbeitet? Genau, 2 Jahre lang sind wir schon jetzt dabei, also praktisch mit Konzept, mit Finanzierungsplanung, mit Prototyp jetzt. Okay. Genau, jetzt brauchen wir noch 1,5 Jahre, dann ist es wahrscheinlich fertig. Okay, super. Fleißig. Und wann wird Release sein? Hast du schon eine Vorstellung ungefähr? Weißt du noch nicht genau? Also vermuten Dezember 2024, Anfang Schlossbund. Ja, toll. Ich meine, wenn das zu Weihnachten rauskommt, wäre natürlich wunderbar. Das wäre ja. Weil das ist ein Spiel, das muss man auf jeden Fall direkt nach dem Tannenbaum spielen. Das sieht genau danach aus. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe zu Weihnachtszeit, wenn ich Filme angemacht habe, meistens immer Action- und Horrorfilme geguckt. Ja? Der Grinch ist ja auch nicht ganz ohne. Nicht? Insofern passt das ganz wunderbar auf den Wunschzettel. Nicht? Und ihr könnt da schon mal für 2025, Weihnachten 2024, könnt ihr schon mal vormerken, Murder Hotel. Worum geht es? Was hat dich zu diesem Spiel überhaupt inspiriert? Eins nach dem anderen. In dem Spiel geht es darum, man spielt den Piloten Ilmarin Haller. Das ist jetzt diese Person hier. Aha. Genau. Es geht darum, wir sind praktisch im Hotel gestrandet und der merkt ziemlich schnell, dass er jetzt mit rechten Dingen zugeht. Eine Person wird ermordet und es erscheint ein Dämon, okay, der nennt sich Gastbringer und der zwingt uns dann, diesen Mordfall zu lösen. Der große Clou ist, er ist der Mörderer und wir werden gezwungen, einen der anderen Gäste als Schuldigen hinzustellen. Wow, das ist ja mal eine Story. Wie kommt man auf so eine Geschichte? Ich würde sagen, ziemlich viel Inspiration von eigenen Spielen und ein bisschen eigener Kreativität dazu, okay, um herauszustechen. Was ist das für ein Genre? Wie nennt man das? Das nennt man, ja, also grob ist es ein Adventure-Game, ja, ein Detektivspiel, Murder Mystery, man hat viele Namen. Okay. Aber ich habe gesehen schon, so ein bisschen ist sehr textbasiert, ne? Genau, man kann es aber als Visual Novel ansehen, also typisch japanisches. Aha. Genau. Wir haben ein sehr internationales Team. Zum Beispiel, ich bin halt deutscher Entwickler, ich habe noch meinen Mann, also mein Musiker. Ja. Dann die ganzen Grafiken sind von einer französischen Zeichnerin. Wow. Die machen auch sehr gerne Anime und diesen generellen Manga-Style. Okay. Genau, wir haben auch dänisch, UI-Artist und alles Mögliche auch hier. Also, aber hauptsächlich, ich wollte immer Commission-based, das heißt, ich gebe dir das Geld, sie machen das, ich sage super. Toll. Toll. Das heißt, du managst das Ganze, du hast den kreativen Input, du bist der Director des Spiels. Wie finden Spieleentwickler in deinem Alter, in deiner Situation jetzt 2023 in Deutschland, wie ist die Bedingung gewesen? 23? Geht wieder aufwärts, würde ich sagen. Geht wieder aufwärts, okay. Ja, definitiv. Also, vor allem ist es gut, praktisch, dass die. Das Problem ist, die Bundesförderung, die ist jetzt ausgesucht. Die ist ausgefallen, das ist diese global deutschlandweite. Ja. Aber die Bayerische ist noch da, das heißt, jemand wie ich kann trotzdem halt ein risikohaftes Unterfangen, hier halt im Spiel zu machen, halt trotzdem noch tun. Ja. Und gerne mehr Kalüne zahlen. Aha. Wollen wir es mal ganz kurz highlighten. Bayern zahlt 4,5 Millionen in diesen Topf ein, ist das einzige Bundesland, was in der Games-Förderungsbereich Förderung richtig weit vorne ist. Ja? Insofern freut es mich, dass auch hier ein Spiel, das meines Erachtens ein sehr professionelles, sehr, wie sagt man, ein Produkt sozusagen schon darstellt. Das ist nicht für mich nur ein Prototyp, das ist ein richtiges Produkt. Und soweit schon ist, nicht, also alles richtig gemacht in Bayern. Nicht toll, dass ihr das fördert. Jetzt lasst uns mal in das Spiel eintauchen. Okay. Also jetzt gerade gehe ich rum. Ich bin praktisch diese Person im Chibi-Style. Ja. Genau. Und jetzt praktisch im Hotel rum und wollen nach Hause gehen, also in unser Zimmer. Wir sind schon müde. Dann, wenn wir hier hingehen, vielleicht hört man das, kommt jetzt ein Schrei. Kannst du ein bisschen lauter machen? Leider nicht. Ach so. Braucht wir jetzt hier noch ein Schild. Alles klar. Genau. Wo wir schon dabei sind, das Spiel kommt raus mit Nintendo Switch und für PC. Aha. Genau, aber Switch ist halt, das zieht halt Aufmerksamkeit, das kann man auf der Switch ausstellen. Genau. Switch ist natürlich super. Habt ihr Nintendo als Partner sozusagen schon? Genau, also die helfen uns immer aus. Wow.
Die helfen uns aus, geil. Ja, das ist untertrieben natürlich. Nein, das ist wunderschön, dass du das so sagst, weil Nintendo, ich muss ich auch sagen, sind hier auch ganz stark vertreten auf dem Indie-Booth. Und es ist toll, dass von solchen großen Publishern, Entwicklern, Studios, ich weiß gar nicht, was Nintendo nicht ist, ja, Hersteller von Hardware, so ein Engagement kommt zurecht, dass das hier so präsentiert wird. Und es gibt deinem Spiel ja auch eine ganz große Ehre, das ist eigentlich ja eine Auszeichnung, dass es hier so in dieser Form laufen darf. Nicht? Weil wenn die sich dafür nicht kreditieren würden, dann wäre das ja auch hier nicht dieser Aufbau. Die kostet ja auch nicht irgendwie nur ein bisschen Geld, sowas hier hinzustellen. Genau. Der Prozess, praktisch, dass man da was entwickeln darf, ist auch nicht einfach. Man muss sich halt dafür bewerben, effektiv, dass man halt dort angenommen wird als Switch-Entwickler. Man muss halt das Spiel halt gut pitchen können. Ja. Hast du das gemacht? Du hast bei Nintendo? Mehrmals. Echt, wo bist du da hingefahren? Nirgendwo. Ich bin praktisch online, praktisch kann man Formular ausfüllen, muss 6 Monate warten. Aber dann kriegst du SDK und dann darfst du sozusagen dann in die Switch mit reinprogrammieren. Genau, praktisch mit Internet, was man halt braucht. Ja. Genau, Zugang zum Dev, genau. Und ganz kurz nochmal, du hast dich viermal bei Nintendo dafür beworben. Nach dem ersten Mal, warum hast du nicht aufgegeben? Weil ich schon davor ein Spiel gemacht habe für die Wii U damals. Aha. Deswegen wusste ich, dass ich hartnäckig sein muss. Okay. Und einfach das Spiel besser pitchen muss. Und halt, genau. Meistens ist es auch so, praktisch, dass ich oft einfach das Problem habe, weil es einfach zu viele kommen. Also zu viele auf einmal. Okay. Und dann musst du es halt irgendwann ja, aussortieren. Nicht schön genug. Ja. Welches Spiel hast du gespielt für die Wii U? Gemacht meine ich, für die Wii U. Das nennt sich Sanatory Hallways. Sag es nochmal. Sanatory Hallways nennt sich das. Sanatory Hallways. Das ist praktisch so ein kleines Partyspiel, wo man einen Geist spielt. Okay. Muss eigentlich also den anderen Spieler erschrecken. Okay. Ja. Als kleine Dame irgendwie rumwandert in einem Traumbild. Okay. Genau, das war so als Studentenprojekt. Wann war das? 2015, 16. Wow. Und ist es auf dem Store, auf dem Nintendo Store noch? Nee, das ist abgeschaltet worden vor ein paar Monaten. Und warum? Deal. Okay, alles klar. Ja, stimmt. Das ist nämlich auch eine Sache, die bei Nintendo passiert ist auf dem Store. Das sind mittlerweile wahrscheinlich auch, weil da einfach sehr viele Spiele sind. Muss man dann vielleicht aussortieren, aber ich freue mich, dass du mit einem viel schöneren wahrscheinlich und viel aufwendigeren Titel jetzt wieder da bist, auf dem Store sein wirst und Nintendo dich weiter unterstützt. Toll gemacht. 4-mal, das ist sehr respektabel. Ich glaube, ich wäre am 2. Mal schon gescheitert. Aber du hast einfach gesagt, ich will das. Das Spiel gehört auf diese Plattform und deswegen müssen die das haben. Ne? Also tu was Gutes nicht, und überzeug die Leute auch, dass es wirklich geht. Bitte, erzähl weiter. Okay. Bei Nintendo nur, glaube ich, selber, jetzt gerade sehen wir zum Beispiel, dass wir mit Gaspringer reden. Er ist der Antagonist, er ist diejenige, der die Person ermordet hat. Genau. Er ist der Dämon? Genau. Alles klar. Jetzt kann ich es einfach spoilern, er ist eigentlich ein Traumdämon. Ah, okay. Deswegen immer der Zylinderwuchs, weil der Traumdämon ist praktisch was Deutsches, könnte man sagen. Ja. Diese Sache, das nennt man eigentlich Alp. Mhm, Alp. Mhm. Die Alps, genau. Nach Alp. Genau. Mhm. Und praktisch wird immer zur Zylindermut dargestellt. Ah ja. Vielleicht Freddy Krüger oder aus von Disney, Gravity Falls, der Dreiecksmann. Ja, Irland. Da haben sie doch noch diesen Goblin, diesen Grün, diese Traditionsfigur des irischen, diese Kleeblatt, wie heißt er noch? Ich weiß nicht, du meinst ja. Er hat auch einen Zylinder. Er ist ein Grüner, genau. Ja, genau. Ihr wisst wahrscheinlich, von wem wir reden. Okay, super, also ein Traumdämon. Interessant. Genau. Wie kann ich mir das Outfit? Was bedeutet dieses Outfit? Diese er ist verdreht. Er ist praktisch. Ja, das ursprüngliche Erstandruck sollte sein. Okay, der ist nicht ganz normal. Okay, ja, das sieht man, ja. Genau. Schattige Augen ist halt auch so blass, generell halt einfach dieses, okay. Yeah. Wir müssen sehen, wenn man halt ein bisschen gefährlicher sein könnte. Und sie hat eine riesige Schere, vielleicht sehen wir die noch mal kurz. Ich meine, du hast mit einer französischen Grafikerin diese sehr japanische Art und Weise adaptiert. Man könnte fast sagen, dass dieses Spiel muss aus Japan kommen. Aber es scheint eine Kooperation zu sein in Europa, was wirklich total faszinierend ist. Wie lange hast du diese... Ah, ich verstehe, das ist die Schere. Genau. Wie lange studierst du diese Welt schon? Wie lange bist du schon in dieser Welt? Oh je. Wie lange ich schon im Wieb bin? Okay, seit 2000. Seitdem ich 15 bin ungefähr. Okay.
Und das ist so eine Gesamtfaszination, weil für mich ist das, also ich habe da nicht so einen einfachen Zugang. Ich hole das natürlich immer bei den Mangas kindlichen Darstellung ab, aber das ist ja sehr, sehr erwachsen und sehr psychologisch. Also was hier passiert, was wir hier sehen. Und es versteckt sich so ein bisschen, ich sag jetzt mal, der Horror, das Grusel, das Grauen hinter so einer Darstellung, die ja unglaublich freundlich ist. Ich glaube, wie viel Jahren ist das Spiel? Okay, also wir haben jetzt USK 6, wenn ich immer bekomme, weil eigentlich fast nichts Schlimmes passiert, außer dass meine tote Person fehlt und halt erkunden müssen. Ich plane wahrscheinlich USK 12. Okay. 16 ist wahrscheinlich auch noch denkbar, aber auf jeden Fall 16 oder drunter, also 12 wird es wahrscheinlich. Toll, alles klar. Okay, erzähl weiter. Was müssen wir denn rausfinden? Also wir müssen sozusagen... Ja, erzähl mal. Wir wurden gerade zerschnitten, weil wir wollten gerade sagen, dass er das war. Okay. Und dann erscheint er uns noch Schnippschnapp. Ah. Nicht nur den Daumen ab, sondern auch den ganzen Körper. Okay, alles klar. Okay, verstehe. Ich sollte vielleicht nur kurz darüber reden. Okay. Das ist der Pseudonym von Herrn Hoffmann, der wohl den Stubbelbilder geschrieben hat. Alles klar. Und da war praktisch der Schneider mit der Schere. Alles klar. Das ist praktisch die Inspirationsquelle. Also die ganzen Traumlimon, die man in diesem Spiel und auch in anderen Spielen von mir findet, sind alle halt auf deutsche Soundgestalten oder literarischen Werken auf Folgen basiert. Und ich will, dass das mehr die Welt sieht, was wir halt so bieten können an coolen Sachen, an unterschiedlichen. Zum Beispiel, ja, Goethe, bestes Beispiel, wow. Das ist der Erlkönig dabei, den sehen wir sogar gleich. Wow. Was ein Spoiler ist eigentlich, aber wer kann es verraten. Das ist der Erlkönig. Wir sind nur schattiert im Hintergrund. Sehen wir den nochmal richtig? Im richtigen Spiel ja, der Ding nein. Okay, okay. Zum Beispiel erstes da, weil Ilmarin, also unser Hauptcharakter, hat praktisch was erlebt, was auf seine Angst, die er repräsentiert, zurückkommt. Ja. Praktisch der Erlkönig hat ja damals in einem Gedicht das Kind geklaut. Aha. Genau, und jetzt. Ilmarin war eigentlich ursprünglich mein Vater, hat sein Kind verloren wegen der Krankheit und deswegen ist er jetzt so. Anfällig auf diesen Traumdämon, der mit ihm spricht jetzt. Aber der ist ein guter Dämon, also, oder hilft es uns zumindest, dass wir mal diese Mordfälle lösen können. Okay. Gibt es mehr Tipps? Sehr interessant. Ich meine, ich habe schon oft gesehen, dass in solchen Spielen immer eine Referenz zu alten deutschen Sagen ist. Ja? Das ist ja auch Teil wahrscheinlich der Kultur, die dort herrscht. Warum ist das so? Was verbindet? Ich meine, ist das so eine generische Verbindung? Japaner und Deutsche haben sich schon immer gut verstanden? Oder wie kann ich mir das erklären? Das ist einfach was ich halt cool fand. Oberstufe im Gymnasium. Okay. Ich war nie gut in Deutsch, aber dann kamen wir mit Goethes Faust dran und die Story fand ich faszinierend, was die alles so schreiben, so Wahnsinn. Und dann habe ich auch weitergelesen, kam Walter Thiel, es kam Boitzek. Okay. Wow. Genau, ich wollte der Welt zeigen, was das für kranke Geschichten waren, was wir da haben. Ja, was heißt krank? Ich meine, man hat tatsächlich jetzt aus dem Lehrplan den Goethe gestrichen, den Faust. Ne? Das ist ja, es ist durch die Medien gegangen, nicht, dass Goethes Faust nicht mehr in den Schulen bearbeitet wird. Jetzt kommst du und zeigst uns eigentlich mal, was daraus wird, wenn man es doch macht. Nicht? Und dass da so ein Narrativ entstehen kann, was sich dann auf eine ganz andere Weise darstellt, das ist für mich total faszinierend. Also ich finde es mega, das ist total geil. Super. Gerade bin ich am Investigieren, ich schaue mal Sachen an, unter anderem den Kleiderschrank, so nach Hinweisen. Ganz kurz, du bist gerade getötet worden von dem Dämon, ja? Genau, aber die Zeit wird zurückgespult. Ein paar Sekunden, also praktisch, man könnte es nie wirklich machen. Okay, und du hast praktisch die Möglichkeit, nochmal die Entscheidung zu überdenken und nochmal neu zu handeln. Okay, genau. Alles klar. Jetzt gerade suchen wir den Raum nach Hinweisen, wir haben gerade nichts gefunden, aber meistens finden wir irgendwas. Aber wir suchen ja nach Hinweisen, die wir anderen in die Schuhe schieben können, ne? Genau. Okay. Da müsste man ganz basic anfangen, wie überhaupt das passiert ist. Okay, alles klar. Man müsste praktisch alles dann beweisen können, was man alles sagt. Das ist praktisch ein Explorationsspiel und man muss Sachen rausfinden, nicht um sozusagen dann in der Beweisführung am Schluss jemand anders seines Mordes zu bezichtigen, den ein Dämon begangen hat. Das ist total geil. Jetzt haben wir was ganz Besonderes, und zwar das Satzbausystem. Aha. Genau, relativ simpler Start. Wir haben unsere Wörter hier. Genau, die Nomen, Verb, Verb, Fragewort, Verb, Nomen und so weiter. Ich brauche einfach mal O, das sagen wir zu war. Ja. Dann sind wir du, das war wir zu war, das ist schon alles automatisiert. Ja. Vor dem Zahlzeitpunkt. Dann fragen wir mal und er sagt das Ganze genau dasselbe. Toll. Und dann reagiert unser Körper drauf. Alles klar. Und sie sagt, sie war unten. Also ich spielte mit Lieblingskarten, genau. Vicky ist die umgebracht wurde. Nee, das ist Baseball, Vicky kommt gleich rein zu uns. Ah ja, okay, alles klar. Ah ja, auch verstehe, alles klar. Das erklärt uns noch ein paar Sachen wie Zeitformen, Passivformen, weil es hilft nicht, Sprache ist kompliziert. Wow. Wir haben die Tools dafür, zum Beispiel können wir jetzt fragen,
wer warst du, aber wir wollen natürlich fragen, wer bist du? Bei so einem Textspiel, in wie viele Sprachen wird das erscheinen? Also wir selber machen Deutsch und Englisch. Okay. Geplant ist noch Französisch auf jeden Fall und Japanisch wäre cool, weil das passt halt. Genau. Weil mehr sind Dinge vom Publisher, zum Beispiel Koreanisch wäre schon ein Gespräch. Okay. Spanisch, Italienisch noch. Alles klar. Wow. Wow. Alles andere ist Luxus. Wir haben aber eine Sprachausgabe in der englischen Version schon. Also okay. Ja, ich meine die ganzen Referenzen, also ich meine in den Worten, weil wir lesen ja Wörter, die wir dann richtig zuordnen müssen auch. Nicht? Das heißt in Englisch, nicht? Genau genommen kannst du damit dann auch Sprachen vertiefen. Ne? Also ich meine für jemanden, der kein Englisch spricht, nur ein bisschen, der könnte sozusagen damit auch ein bisschen Sprache lernen. Ne? Das stimmt. Das heißt, es ist halt wirklich ein Lehrspiel. Das sagen sie nicht, und ich will das eigentlich auch, das stimmt weiter. Ich finde das super. Das ist ein Mehrwert. Nee, ich weiß, was du meinst, ja. Aber das ist ein absoluter Mehrwert. Ja? Das ist kein Muss, sondern es kann das. Ja. Also das finde ich total faszinierend, weil du machst jetzt plötzlich das Fass auf alte deutsche Kulturform, nicht Märchen, Legenden. Du machst Sprache als nicht nur als Inhaltsform, sondern als Lehrbereich. Nicht, also da ist ja so viel drin, ich habe das gar nicht erwartet. Also ich bin wirklich überrascht. Dankeschön. Und dann noch eine tolle Grafik. Also das ist das Allerbeste. Ah ja, verstehe. Genau, wir haben auch noch Fälle. Mhm. Muss leider sein, wer hat den Tatort verlassen? Ja. Genau. Das war es auch schon zum Glück. Also es hat diese drei Sachen, die man machen kann. Okay. Weil ich beruhige, muss ich den Strich ziehen, weil es ist zu viel. Wie lange wird dieses Spiel gehen? 10 bis 15 Stunden. Wir haben 5 Chapter. Okay. Genau. Das hier ist bloß eine Pre-Alpha, das heißt, das ist noch das fertige Spiel. 10 bis 15 Stunden, wow. Nein, ich meine, ich werde wahrscheinlich 30 brauchen. Also, ich bin da, also für mich ist das absolut neu. Also ich kenne das Genre auch nicht. Deswegen macht es auch total Spaß, von dir hier so eine schöne Einführung zu kriegen in dieses Genre, weil ich glaube, ich habe das alle Jahre ziemlich unterschätzt. Und ich glaube, unsere Zuschauer auch, weil sie damit noch nie Berührung hatten. Chibi war das Stichwort. Genau, Chibi. Praktisch die kleinsten Chibis. Ja. Was bedeutet das? Das ist japanisch für klein. Ah, Chibi ist japanisch für klein. Da habe ich jetzt auch wieder was gelernt. Super. Aber ich merke, ich lerne hier nur. Sehr geil, sehr geil. Wo kommen die Charakterdesigns, an was hast du dich da orientiert? Wo kommen die aus deiner Fantasie? Wolltest du die Figuren so haben oder sind das Figuren, die man schon kennt aus anderen Universen? Oder? Erklär mal. Bitte. Okay, die meisten Charaktere sind alles original für diese Story geschrieben, außer die Dämonen. Die meisten kommen schon in einem anderen Spiel vor. Ah ja. Das heißt Donnerball-Experiment für PC. Okay. Ist noch nicht fertig und ist der zwar alles selber gefundet. Yeah. Und ich habe keinen Publisher gefunden dafür, das heißt, ich habe diesen Kopf. Deswegen jetzt ein neues Spiel mit FFF, Bavaria Funding. Jetzt machen wir es gescheit, ziehen das komplett durch. Und dann machen wir gleich noch weiter zum Schluss, also wenn es fertig ist. Respekt. Was sagt deine Familie dazu? Wo kommen die her? Verstehen die das, was du machst? Zum Teil. Okay, okay. Die waren ja gegen, also ursprünglich gehen sie noch selbstständiger Entwickler, wir haben sehr risikohaft natürlich. Wie soll ich sagen, bist du in der GmbH oder hast du praktisch das Eigenverantwortung komplett? Du hast es komplett. Ich bin Ecoder, genau. Ich habe ursprünglich studiert, das 6. Semester aufgebrochen, weil es war einfach ein Mix für mich. Yeah, yeah, ich bin mehr so ein kreativer Mensch, der einfach machen will. Und man sieht das ja. Genau, so. Deswegen jetzt selbstständiger. Dann haben wir Game Designer, Game Developer. Du codest das auch alles selber. Genau, ich bin da Programmierer, ich bin Story-Schreiber. Wie lange hast du an der Story gearbeitet? Ja, die vorhin 2 Jahre jetzt, würde ich sagen. Immer wieder was geändert, dass es halt passt mit dem Gameplay, das ist halt. Aber die Grundgedanken waren relativ früh da. Wir wollen ein Murder Mystery machen. Traumdämonen sollen dabei sein. Das Ende war schon am Anfang fix, weil der Continuity mit einem anderen Spiel, das ist halt gut harmoniert. Ja. Super. Sehen wir gerade zum Beispiel, wie die haben. Mhm. Und das Zelt haben wir auch. Das ist mein Lieblingscharakter. Okay, ja, finde ich auch total schön. Also würde ich auch in der Realität gerne mitnehmen. Alles klar, sie ist auch sehr sympathisch. Sie ist nicht sehr sympathisch. Sie ist nicht sehr sympathisch. Deswegen beschönen wir sie gleich. Okay. Weil die hat es verdient, weil die ist immer sehr gemein zu uns. Aha. Aber jeder Charakter ist praktisch auch noch sehr wichtig aus einem anderen Land. Okay. Zum Beispiel Vicky ist eine moderne Wikingerin, sie ist aus Norwegen. Dann haben wir Ilmarin aus Finnland, der Pilot. Okay. Genau, vor uns ist Clara, österreichische Ingenieurstudentin. Okay. Genau, vor uns ist Elsbeth aus Schottland. Okay. Und die sind alle Gäste in diesem Hotel? Ja, die sind alles Gäste, genau. Super. Wir können uns noch kurz mit der Mine zeigen, die ist noch in der Nähe. Aha.
haben die auch ihre eigenen Wege? Also ich meine, gehen die auch sozusagen in dem Hotel dahin, wo sie Lust haben? Das müssen wir noch testen, ob das sich lohnt, weil es ist als Aufwand halt alles Zeit. Also sie machen was nach der Schiffzeit. Bitte was? Ist schon, also sie machen was. Ja, ja, okay, cool. Okay. Wir haben praktisch ihre eigenen Routinen. Genau, also ja. Nice. Genau, hier haben wir zum Beispiel Helmine Anderson. Ah ja, okay. Engländerin oder Amerikanerin wahrscheinlich, ne? Leider noch kein. Für Häuser zwei Stück noch definitiv amerikanisch besucht, also mehr außerhalb von Europa. Das ist jetzt sehr europazentrisch, weil halt da ich mir anfangen kann, ich schon viel geleistet bin. Okay. Aber halt eben nicht außer in Korea. Wow. Alles klar. Ich kann dir mal kurz was zeigen. Bitte, ja. Genau, und zwar geht es um dieses Dämonengerät, was wir zum Schluss machen müssen. Würste beweisen. Ja. Genau, es gibt auch. Wer das war? Ja, aber nicht so viel spoilern, ne? Also wir wollen es ja noch spielen, ne? Ach so. Nee, also von daher, also wir wollen das hier spoilerfrei halten, ne? Also wir wollen nicht zu viel verraten. Okay, ja. Also in diesem Sinne, liebe Freunde und Freundinnen, das ist hier das längste Interview, was ich auf der Gamescom geführt habe. Ich bin total happy, dass ich endlich mal in ein Genre eintauchen durfte und dank Maximilian auch mal einen Zugang bekommen habe zu was ich bisher komplett abgelehnt habe, weil ich einfach diesen Zugang nicht hatte. Ich danke dir ganz herzlich, es hat total Spaß gemacht. Ich wünsche diesem Spiel den allergrößten Erfolg. Vielen Dank. Und super, dass das hier stattfindet, dass es auf der Switch laufen wird. Auf dem PC hast du gesagt. Ja, ja. Und der Name des Spiels ist Murder Hotel. Ja, also gut merken. Nächste Weile ist auf Steam wird es dann veröffentlicht. Ist schon auf Steam, die Demo? Die Demo ist auf Steam, die könnt ihr bereits spielen. Nicht also ran an die Konsole, beziehungsweise ran an den PC. Und wenn es für die Switch rauskommt, wird es dann sicherlich auch von dir dann gesagt. Die Seite, wie heißt die Seite, wo man dich findet? Deine eigene, hast du eine eigene Seite? Aber wir haben das Spiel gekauft. Nee, das ist schon klar, aber also für die anderen Spiele, von denen du erzählt hast. Achso, wegen Bartow Games. Also. Wie heißt es? Wegen Bartow. Games.com. Wegen Bartow? Wegen Bartow. Also. So wie hier. Ich muss gut zeigen. Ah, wegen Bartow Games EK, alles klar. Wollen wir das mal kurz zeigen? Ja? Wegen Bartow Games, nicht? Das ist ein bisschen wegen Bartow Games auf die Seite gehen. Mega cool. Ich freue mich da sehr drüber. Herzlichen Dank und noch eine richtig coole Gamescom wünsche ich dir. Danke. Vielen Dank.